Checkpoints. Optional. Hold L-Shift to dash. Okay. Wie lange können wir denn dashen? Achso, nur so lange, wie wir Ausdauer haben. Das heißt, das muss ich mir auch ein bisschen regenerieren. Ich sehe es schon. 17 Sekunden kriegen wir einen Zeitbonus, wenn wir das... Ja, dann kriegen wir 30 Sekunden dazu. Ja gut, so geht's ja, wenn die Zeit sich immer wieder ein bisschen nach oben bewegen lässt dadurch. Ich finde es gut, dass man das auch hinter den Steinen sieht. Hat das nicht gezählt? Drüben, oh Gott, ich sehe es gar nicht. Außer Reichweite vom Respawn-Punkt. Ich sehe das nächste nicht. Da hinten. Ach so, am Himmel sieht man die gelben, okay. Ich kann auch springen. Schaffen wir das über Zäune? Braucht auf jeden Fall scheinbar auch Ausdauer. Mal bevor ich hier jetzt am Zaun festhake. Da hinten, das ist aber eine Ecke. Wir haben nur noch 40 Sekunden. Ich habe ein bisschen Zeit verloren, weil ich mich umgeschaut habe eben einmal. Können wir nicht querfeld einlaufen? So ein bisschen. Ja, wir laufen da rechts vorbei. Komm, das schaffen wir. Da hinten der nächste? Der sieht so grün aus. Der wird das sein, ne? Wie weit müssen wir denn reiten, sag mal? Jetzt ist der grün, weil das das Ziel ist. Ist das der letzte? Reach alle Checkpoints. 8. Wir haben 7. Dann ist das wohl der letzte. Wir haben aber nur noch 23 Sekunden Zeit. Das ist gar nicht mehr so viel. Oh oh. Schaffen wir das? 14. Help! Oh oh. 6. Oh Gott, das wird jetzt voll knapp. 4, 3. Okay, gerade so geschafft. Und jetzt? Was ist das Blaue da? Kehre zu Jochi zurück. Ach so, das ist hier der Reisepunkt. Okay. Okay. Ja, awesome. Dann schnell reisen wir nochmal dahin. Ja, bitte. Tauch mal ab in den Lurk. Okay, danke. Können wir diese XP in dem Pferd auch verteilen? Ich habe gar nicht nachgeguckt. Warte mal, ich mache mal ganz kurz. Das lädt aber wieder lange. Die meisten gewöhnlichen Fische lassen sich zu Fischfilets zerlegen. Wenn ich jetzt hier rausfliege aus dem Spiel und nochmal die Warteschlange machen muss, dann raste ich aus. Keine Rückmeldung. Also ich meine, das passiert ab und zu bei New World, wenn er lädt, aber... Wehe. Das macht mich nervös. Lad schneller, bitte. Oh Mann, das dauert schon so lange, ne? Das mache ich mir wirklich Sorgen. Ich sehe halt auch, das seht ihr gar nicht. Hier auf dem... Auf diesem Anvil, auf dem Dings ist meine Maus. Und die kreist so mit einem blauen so von Windows. Und oben im Fenster steht halt keine Rückmeldung. Oh Mann, wenn du mich jetzt rausschmeißt und ich dann wieder warten muss... Sieh zu! Warum tut es das? Oh Gott, ich...
hoffe, es fängt sich noch. Je länger es dauert, desto unwahrscheinlicher ist es, dass wir hier nochmal zurückkommen. Jetzt könnte ich im Shop den Löwen oder so holen, so viel ich weiß. Ich kann nochmal gucken, also kaufen kann ich das vielleicht, aber ich will halt diese komischen Coins da gar nicht ausgeben. Ich weiß noch nicht, wofür ich die benutzen will, aber ich habe am Anfang immer gedacht, als ich noch kein Haus hatte, dass ich mir damit mal so einen Haustierhund, so einen Hund oder so, es gab ja zu Halloween so einen Hund mit so einer Maske und so, weil ich Hunde so gerne mag, hatte ich überlegt, dass ich das, wenn, dann mal dafür ausgebe. Ein paar Sachen hätte man, glaube ich, auch durch Events und sowas bekommen können, was ich nicht gemacht habe. Dann mach die Quest. Ja, ich mache die Quests auf jeden Fall davon. Also alle diese Reitquests mache ich jetzt auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wie viele da kommen. Ich hoffe halt, dass man, so wie das in diesem Text am Anfang stand, drei verschiedene Rassen sozusagen bekommt durch die Quests. Mein Nagel ist abgebrochen. Oh, das lädt nicht. Es dauert so lange. Ich will nicht, dass es kaputt geht. Alles macht hier keine Rückmeldung. Warum tut es das? Warte, ich mache das noch zu. Ich mache jetzt alles zu, was hier noch offen ist. Alles, was geht. Kein... Das kann geschlossen werden, bitte. Volume Mixer reagiert nicht mehr. Mein Lautstärke-Mixer war noch offen. Nicht mal das kann ich zumachen. Was sagt OBS? OBS kann ich leider nicht zumachen. Das verkackt doch hier, ne? Was denn mit diesem Kack-PC? Liegt es an meinem PC oder liegt es am Spiel? Oder an den ganzen anderen Leuten, die auch spielen? Können wir bitte alle aufhören zu spielen? Ich möchte wieder rein. Den Wolf erst ab Stufe 60, aber das bist du ja. Ja, ich bin... Ja, 60 bin ich. Alle, die ich im Shop gesehen habe. Muss ich mal gucken. Welche wir dann da sozusagen über die Quests auch bekommen können. Das wäre natürlich cool. Och Mann, jetzt wird es auch noch so grau, so mit so einem Schleier oben drüber. Als ich glaube, es macht mehr Sinn, wenn ich es einfach zumache und noch versuche, wieder reinzukommen, ne? Ich glaube, wir kommen da nicht mehr rein. New World reagiert nicht mehr. Programm schließen. Dann muss ich das wohl leider tun. Steam, bitte mach sofort ready, dass ich das wieder starten kann. Bitte sofort, aber instant sofort bitte, dass ich da hoffentlich wieder reinkomme. Ich will keine Warteschlange. Nicht nochmal. Ein und eine Dreiviertelstunde hat es schon gedauert. Wie lange haben wir jetzt gespielt? 25 Minuten. Traumhaft. Fast 2 Stunden warten für 25 Minuten spielen. Klasse. Mach hin, bitte. Schneller. Okay. Ich sehe ein New World Fenster, was winzig klein ist. Ich mach mal ganz kurz nebenbei nochmal meinen Greenscreen. Wir nehmen mal, weiß ich nicht, blau. Okay. Oh Mann, ich meine, es hat vorhin auch lange gedauert beim Start. Aber es hat sich dann halt gefangen. Dann geht's ja noch. Okay, es tut sich was. Keine Rückmeldung ist weg, jedenfalls beim Start. Ich hoffe wirklich sehr, dass wir nicht nochmal warten müssen. Okay, jetzt ist es Vollbild, obwohl ich Vollbild eigentlich ausgestellt habe. Ich weiß nicht, was hier gerade verkackt an Einstellungen. Jetzt macht er den Fenstermodus. Okay, okay. Zugriff auf die Steam-Community während des Spiels. Super unscharf gerade, aber er lädt noch. Amazon Games. Wir kriegen nochmal das Video. Kann ich das skippen? Ich will nämlich einfach nur schnell einloggen, bitte. Es tut mir leid, dass ich das Video skippen muss, aber bitte, bitte lass mich einfach nur wieder rein. Bitte. Denn jetzt nochmal warten, habe ich auf gar keinen Fall Bock zu. Das dauert schon so lange. Mann. Ich will nicht nochmal warten. Was soll denn das? Also wenn ich jetzt nochmal eine Warteschlange habe,
nochmal eine und dreiviertel Stunde warten, geht auf gar keinen Fall. Dann würde ich in der Zeit einen Charakter erstellen. Und dann würde ich tatsächlich gucken, ob wir da auch eine Warteschlange bekommen. Ich schätze mal ja. Aber jetzt irgendwie nochmal hier anderthalb, zwei Stunden warten, das kann ich leider nicht. Warum ist das denn so kacke? Warum hängt sich das denn einfach auf und ich komme nicht mehr rein? Also bei WoW kenne ich das, wenn es Warteschlangen gibt und man irgendwie einen Disconnect hat, dass man dann wenigstens wieder reinkommt, weil man halt noch so, weiß ich nicht, eine Karenzzeit von, was weiß ich, 5 Minuten hat oder so. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange wir jetzt gewartet haben in der Zwischenzeit. Aber eigentlich sind die immer sehr tolerant gewesen und man konnte dann einfach noch da weitermachen, auch wenn man irgendwie rausgeflogen war für ein paar Minuten. Aber das hier lädt schon wieder so lange wie am Anfang, als würde dann gleich einfach nur dieses Fenster kommen mit Warteschlange, Position 7000, was weiß ich. Mann, das ist doch kacke. Doch, die verarschen mich doch. 3005. Das ist ja fast doppelt so viel wie vorhin. Du bist in der Warteschlange für die offene Welt. Fick dich doch. Fick dich, Spiel. Kann ich einen Charakter erstellen oder dauert es auch 5 Jahre? Antares. Bevölkerung. Wahrscheinlich. Ja, guck mal. Spieler in Warteschlange. Also wenn wir jetzt wenigstens aus vom Lowy Realm. Ich weiß gar nicht, was cool ist sonst, ne? Online-Freunde. Die Charaktererstellung ist vorübergehend deaktiviert. Die Welt ist zu voll. Bitte versuche, den Charakter auf einer anderen Welt zu erstellen. Also an sich würde ich ja sagen, wir nehmen hier eins, ne? Weil eins von diesen beiden. Bevölkerung ist hier hoch, aber eine Warteschlange gibt es hier fast gar nicht. Ich weiß halt nicht. Welche deutschen Realms sind denn gut? Sind die alle deutsch? Also bei mir habe ich das Gefühl, da sind auch viele, die nicht deutsch sind. Ich google mal ganz kurz, welcher Realm so deutsch angehaucht ist. Wohin soll ich gehen? Deutsche Server, das ist doch gut. Guck mal, ich guck mal ganz kurz, was hier so steht. Aktivität Deutsch-Englisch hoch auf Aru für neue Spieler und für Transfers. Aru, ja, aber Aru hat auch 2000 Leute, die warten. Und alle anderen, also meiner ist halt, also hier in Nysa, wo ich bin, ist irgendwie Französisch-Englisch. Scheinbar laut dieser Seite jetzt hier. Ich guck mal ganz kurz. Was hier noch steht. Also offizielle deutsche Server gibt es nicht. Also Aru ist hier scheinbar das einzige richtig mit viel Deutsch benannter Server. Ja, keine Ahnung. Aber ich kann hier halt wahrscheinlich auch nicht mal. Ich kann hier nicht mal einen Charakter erstellen, sehe ich das richtig? Die Charakterstellung ist vorübergehend deaktiviert. Aber wofür ist diese Sonne, wenn das... Ich dachte, diese Sonne heißt das, aber... Also erstellen kann ich es tatsächlich hier nur auf diesen beiden. Delphnius und Antares. Ich habe keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach mal auf den gehen, weil er niedrig ist. Ich kann halt hier nicht mal... Ich kann hier nicht mal... Auf meinem Server kann ich nicht mal einen neuen Char erstellen. Das ist doch kacke, dass ich jetzt gezwungen bin, auf einen anderen zu gehen. Charaktere können aus dieser Welt und auf sie herauf übertragen werden. Toll. Na, wir gucken mal das Video. Die Geschichten, die du gehört hast, erzählen nicht die ganze Wahrheit.
Die Insel ist in der Tat ein legendärer Ort. Hier liegt Macht und auch Reichtum verborgen. Aber die, die vor dir gegangen sind, sind einfach verschwunden. Man hat nie mehr von ihnen gehört. Ich habe den Wahnsinn gesehen, der über die Mannschaft gekommen ist. Das war schlimmer als alles Böse, das die Welt bisher gekannt hat. Wie ich überlebt habe, weiß ich nicht. Der Inhalt dieser Kiste stammt nicht von dieser Welt. Er wird dich zu deinem Ziel führen, wo auch immer das sein mag. Dann geh, Kapitän. Plane deinen Kurs und dein Schicksal. Ich werde für die Seelen deiner Mannschaft beten. Das sind wir, oder? Ich glaube, das war am ganzen. Ist das das gleiche wie Nibel ganz am Anfang? Sieht aus wie Charaktererstellung hier jetzt. Ich glaube, daran erinnere ich mich. Ja, das. Ich erinnere mich noch. Kann man jetzt andere Gesichter nehmen? Das sieht auf jeden Fall schon mal neu aus. Also anders als bisher. Wir fangen mal. Ja, gut, das ist weiblich. Was gibt es denn hier so? Wir haben jetzt das letzte und das so die neuen Gesichter, die es so gibt. Gibt es unsers noch? Also nicht, dass ich jetzt den gleichen Char erstellen will. Ist das random, mit welchem wir hier einfach sozusagen starten? Das finde ich auch ganz gut. Das sieht irgendwie schräg aus. Das finde ich gar nicht schlecht. Also das hier. War das das? Ne, das war das, ne? Das da? Das da oder das da? Ich glaube, das mag ich tatsächlich am liebsten auch, wenn wir das am Anfang schon hatten. Hautfarbe. Ja, ich glaube, das finde ich ganz gut. Das ist so ein bisschen Kapitänspiratenmäßig, wenn man so viel auf Deck ist. Und ein bisschen Sonne kriegt. Haare, wow. Also das ist auf jeden Fall meine Frisur hier. Ich will so lila. Lila finde ich schon mal gut. Wobei das lila auch gut ist. Aber ich glaube, das Dunkle mag ich lieber. Wie sieht das Blau aus? Das ist mir ein bisschen zu heavy. Ich glaube, so ähnlich haben wir auf dem jetzigen, ne? So ein bisschen rot-rosa. Ich nehme mal hier lila. Das ist ja eine tolle Frisur. Ist ja wunderschön. Ein Traum. Das sieht aus wie für einen Mann. Das könnte so ein guter Piratentyp sein, finde ich. Nicht, dass das nicht einer Frau stehen würde. Warum gibt es denn so viele mit Glatze? Das ist ein bisschen cool. Das finde ich echt cool. Hier oben so mit dieser Welle. Das finde ich wirklich gut, muss ich sagen. Das wäre mir jetzt nicht so meins. Vor allem, weil Frauen gar nicht so eine Glatze kriegen, normalerweise. Das ist auch ein bisschen cool. Das finde ich auch nicht schlecht. Das ist halt auch ganz gut, das ist halt irgendwie alles relativ normal so, ne? Also da war das hier schon ein bisschen fancier, aber finde ich echt cool. Also vielleicht läuft es darauf hinaus. Ich will jetzt hier gar nicht ewig lang einen Char erstellen. Ich will mal gucken. Ich weiß nicht mehr genau, was es am Anfang alles gab. Das finde ich auch nicht schlecht. Ich mag ja so ein bisschen hier, ne? Ihr seht ja so asynchron. Habe ich eigentlich auch mal. Eigentlich müsste ich das nehmen, weil ich immer so oder fast immer so hier sitze. Aber ich habe keine lila Haare. Das ist das, was wir am Anfang hatten. Also was da so vorgegeben war. Gibt es noch? Das ist das, was ich habe, ne? Auf meinem Char. Ich glaube, das ist das. Mal kurz so durchklickern hier. Das ist auch nicht schlecht hier, finde ich. Das hat auch was. Ja, was mache ich? Nehme ich das da oder nehme ich das da?
Also das finde ich schon echt cool, aber eigentlich müsste ich das nehmen, weil ich erstelle ja ein Schaf für mich, ne? Ich meine, sonst sieht es mir jetzt wahrscheinlich auch nicht so ähnlich, aber ich mag die Frisur für mich auch sehr gerne. Wir könnten uns auch einen Bart machen, aber ich glaube, das möchte ich nicht. Grüne Augen mit K gibt es auch. Noch rote Augen oder lila Augen machen. Oder weiß. Das sieht auch ein bisschen fancy aus. Gelb, braun. Das finde ich eigentlich ganz schön. Passt ein bisschen zum Ton der Haare, ne? Merkmale, das ist wahrscheinlich sowas wie hier Narben und so ein Kram. Achso, nee, Narben gibt es nochmal extra. Verbrennungen, Kratzer. Was ist da? Das ist einmal quer rüber. Haben wir das mit meinem anderen Char? Ich weiß es gar nicht mehr. Also ich meine, weiß sieht jetzt natürlich auch ein bisschen heavy aus. So in so einer anderen Farbe ging mir das vielleicht noch ein bisschen besser. Das finde ich ganz cool. Ich glaube, beides zusammen ist mir ein bisschen zu viel, ne? Das finde ich ganz cool. Oh, okay. Weiter. Wir machen mal weiter. Können wir hier meinen Namen nehmen? Der Name wird bereits verwendet. Ihr wollt mich doch verarschen! Ich habe doch sonst nichts. Ich kann doch nur meine... Das ist doch schon voll der low bevölkerte Dings. Warum kann ich meine ganzen Namen nicht nehmen? Ja, gibt's dann nicht. Weiß ich, dass ich das nicht ändern kann. Brudertag, ja. Okay, also das sind hier die neuen Realms scheinbar. Wenn das so ist, wie ihr noch nicht sagt. Dann sind das hier die neuen Realms. Verstehe allerdings nicht, warum da schon wieder Leute meine Namen haben. Immer sind meine Namen weg. Früher gab es die überall noch und irgendwie mittlerweile nicht mehr. Egal, wo ich anfange, wenn ich da nicht irgendwie innerhalb der ersten 20 Minuten gefühlt dabei bin, dann gibt es meine Namen schon. Ich hätte wahrscheinlich, ich sollte mir irgendwelche Namen ausdenken, die es nicht gibt, die keiner hat. Irgendwas so wie, keine Ahnung, XYWH3Q oder so. Ich finde es aber ganz gut, dass wir jetzt hier auf einem Realm tatsächlich anfangen, wo es tendenziell keine bis nur eine ganz kleine Warteschlange gibt. Denn wenn ich mal wieder zocken will und keine Zeit habe, ein Dreiviertelstunden vorher oder noch länger vorher schon das anzumachen, dann wäre es ganz gut, eine Alternative zu haben. Also ich will schon noch auf Dauer meinen großen Char weiterspielen und auch da gerade mit den Reittieren jetzt. Aber ich wäre so gefrustet, wenn ich jetzt aufhören müsste, weil wir da irgendwie einen Spielabbruch kriegen und deswegen jetzt nicht wieder zurückkommen. Das wäre halt richtig kacke. Deswegen, ich habe ja eh überlegt, ob ich noch einen kleinen Char mit anfange. Eigentlich dachte ich, ich spiele ihn auf dem gleichen Realm und ich dachte auch, dass auf dem Realm, wo ich schon bin, da bin ich ja eh, ich kann ja nicht mit zwei Chars gleichzeitig online sein, dass ich da einfach auch einen anderen erstellen könnte, weil das macht ja gar keinen Unterschied. Ich meine, wäre halt schon ein bisschen doof, weil ich dann auch eine Warteschlange hätte, von daher ist es schon ganz gut und ich kenne da auch keinen oder so. Ich weiß nicht, ob man sich Sachen traden kann, aber... Okay, erster Kampf. Blocken. Das ist das, was ich sonst nie mache. Angriff. Das ist hier so richtig Tutorial-mäßig. Oh, warte, Shift links. Oh, war das das Richtige sogar? Schwerer Angriff. Meine schweren Angriffe haben immer ewig gedauert. Keks mit Sahne? Ja, man hätte so richtige Namen nehmen können, ne? Also so richtige so Sätze. Kann man auch groß schreiben tatsächlich? Geht das im Namen dann nochmal groß zu schreiben? Würde auf jeden Fall die Möglichkeiten erweitern. Ich glaube, ich habe das schon gesehen, dass Leute das... Gibt's auch mit Leerzeichen? Dein Kapitän braucht dich. Eine dieser Bestien hat mich erwischt. Ziemlich übel. Dieser Dämonensturm. Eine Stimme in meinem Kopf. Sind wir die einzigen Überlebenden? Ich will ihn gar nicht unterbrechen, aber wo ist die Kiste? Ich glaube, wir kennen das alles schon. Ich will jetzt hier nicht so lange nochmal alles lesen. Wenn wir die auch ein bisschen vorankommen. Und ich würde, glaube ich, gerne mal andere Waffen testen.
Als mein Beil. Sieht er die Gegenstände? Jetzt darf ich nicht mal laufen, weil ich das erst anziehen muss. Okay. Einfaches Essen packen wir dahin. Ist okay. Tab, schließen wir das Inventar. Iss und trink etwas mit 4. Dann essen wir was. Wir sind zwar nicht richtig tot gewesen, aber macht ja nichts. Okay. Erschöpft und geschwächt wirst du hier angespült. Willkommen zu Hause. Okay, er war schneller tot, als er angreifen konnte. Da sehen wir schon grüne Lichter. Rätselhafte Kiste. Was ist da passiert? Okay, entkomme vom Schiffsfriedhof. Das sieht aus wie da vorne. Da ist es schon grünlich. Was hast du getan? Die Quelle. Sie war für mich bestimmt. Ja, habe ich dir geklaut. War mir egal. Also hier so, wo weiß ist, kann man immer klettern. Das kennt man bestimmt aus anderen Spielen. Wir kriegen hier sogar Step-by-Step angezeigt, wo wir lang müssen. Ach, Schwert und Schild können. K. Ja, wir verteilen hier Punkte. Was gibt's da? Dreh dich mit ausgestrecktem Schwert schnell im Kreis. Verursacht 2 Treffer mit 80% Waffenschaden bei Gegnern im Umkreis von 2 Metern. Stürme 5 Meter vor, bringe den Gegner ins Taumeln und stoße ihn zurück. Dieser Angriff verursacht 100% Waffenschaden. Fertigkeit verleiht Mut. Das nehmen wir auf jeden Fall. Mut finde ich gut. Ich weiß zwar noch nicht wofür. Das brauchen wir mal. Das ist auf jeden Fall so ein bisschen chargy. Obwohl es ist langsamer, als ich dachte. Durch automatisches Rennen kannst du schnell rennen. Und was? Nummernblock 0. Ja, okay, das kenne ich ja schon. Das ist aber hier echt für Doofe, ne? Also, genau richtig für mich, will ich sagen. Ich weiß gar nicht mehr, ob das auch so war, als wir angefangen haben. Ich kann mich gar nicht erinnern. Ich weiß, wir kamen an so einem Strand an und dann ging es da so ein Stück hoch und dann war da so ein Lagerfeuer und dann hat man die ersten Quests bekommen. Das sieht aber sehr schön aus, dieses New World-Bild. Steige in die Grotte hinab. Wo ist denn die Grotte? Da sind wir doch gerade hergekommen. Hier. Hier wohl. Du hattest die Wahl. Du hast mich gezwungen. Deine Seele gehört mir. Nein. Bin dagegen. Die klingt wie Isabella. Ist das diese Isabella, diese Verrückte, die man noch kennenlernt im Laufe des Spiels? Die ist, glaube ich, in diesem einen Dungeon hier. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das hier heißt. Oh, Glocken. Ja, wenn die so langsam schlagen, dann schafft es sogar ich mit dem Block, ne? Oh, wir haben ihn auch im Boden geklatscht. Dein Segen durchströmt mich. Der ewige Ruhm ist uns sicher. Oh. Ah, jämmerlich. Das hätte ich blocken können, ne? Ich dachte, ich kann ihn mit meinem... Sogar mit Zähne hier. Ist das nicht unser Kapitän gewesen? Ist der jetzt böse geworden? Ja, ne? Zu dem Lagerfeuer kommt man später noch. Das ist das Anfangsgebiet. Ah ja, ja, dann das ist auf jeden Fall was, was ich kenne. Und noch kenne von früher sozusagen. Haben wir es jetzt geschafft oder sind wir gestorben? Es sah irgendwie so Hälfte-Hälfte aus. Der Kriegshammer verursacht Schlagschaden, der gegen Ahnen und Verlorene wirksam ist. Das heißt, ich sollte vielleicht auch mal mit anderen Waffen spielen gegen bestimmte Typen von Gegnern. Was ich bisher nicht gemacht habe, habe ich gekonnt ignoriert und alles mit meinem Beil gemacht, weil das Beil mich auch immer heilt und ich sonst immer so lost war. Ich hätte eigentlich gerne mal mehr mit Lebensstab und hier Schattenstab. Ja genau, das ist das... Oh Gott, wie viel ist denn hier los, bitte? Das ist das, woran ich mich erinnere. Hier so ein bisschen an diesem Strand und da vorne ist so dieses kleine Lagerchen. Oh mein Gott, ist hier viel los. Ja, aber guck mal, man kann so diese Namen hier mit groß schreiben. Why not und so, XD, kann man alles hinterschreiben. Hätte ich mal... Leerzeichen geht sogar auch. Dann hätte ich ja vielleicht Sisa ja nehmen können, sozusagen. Sisa, Leerzeichen, ja. Das wäre cool gewesen. Vielleicht muss ich noch einen neuen Char machen.
So, da ist ein Brief. Briefe immer lesen. Ich will das jetzt nicht mehr lesen, aber dafür gibt es auch XP, glaube ich. Sprich mit Layson. Wo ist denn Layson? Da hinten. Ach so, habe ich den übersehen? Ja, die gute Frisur hier. Die sich aber auch echt alle rumrennen, ne? Richtig viel ist hier los, ey. Ganz ruhig. Moment mal, ich nicht bin tot. Mehr. Ja, ich höre Stimmen. Okay. Der Einfluss der Verderbnis. Das liegt aber. Okay. Ich leider. Du bräuchtest ein Vorräte. Gib mir was. Gib mir alles!